Hallo, bei uns gibt's heute Schaschlikspieße mit Reis. Dafür brauchen wir einmal Schaschlikspieße, die habe ich eben im Varoma auf den Einlegeboden auf ein befeuchtetes Backpapier gelegt. Dann haben wir Reis, Essiggurken, Zwiebeln, Paprika, gekörnte Brühe und Wasser. Als erstes werden Zwiebeln und Gurken im Mixtopf geben und 7 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. So, jetzt werde ich das alles erstmal runter. Dann gebe ich das Wasser hinzu. Gekörnte Brühe. Jetzt verrühre ich es erstmal. Dann setze ich den Reis ein. Der ist schön durchnässt. Und dann setze ich den Varoma auf. Und dann wird das Ganze 35 Minuten. 120 Grad, Stufe 1. Und wir sehen uns dann gleich wieder für die Soße. So, jetzt nehmen wir erstmal die Schafsteckspieße ab. Ich nehme mal kurz hoch. So sehen die jetzt aus. Dann werden wir den Reis rausnehmen. Der ist ziemlich voll, der Behälter. Da ist der. Werde ich dann in einer Schüssel erstmal reinstellen. Dann werde ich die Garflüssigkeit erstmal rausnehmen, weil wir brauchen 600 Gramm. So, ich habe jetzt die Garflüssigkeit abgemessen und für die Soße brauchen wir also Garflüssigkeit, Tomatenmark, Zucker. Dann Gurkenbrühe, Curry, Speisestärke, Salz und Pfeffer. Ich werde jetzt erstmal alles in den Mixtopf geben. Jetzt werde ich erstmal alles 4 Sekunden auf Stufe 8 vermischen und dann 5 Minuten 100 Grad Stufe 4. So, die Schaschliksoße ist jetzt auch fertig. Wir werden noch schnell probieren. Gut, ich werde sie jetzt umschütten und dann servieren. Und sollte es euch gefallen haben, dann Daumen hoch und abonnieren. Bis bald. Tschüss.